Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Rivals-Belohnungen abholen und auf jeden Fall zeige ich euch, welche Informspieler ihr investieren könnt. Freunde, kam ja letztes Jahr immer sehr, sehr gut an. Wenn es euch gefällt, sehr, sehr gerne einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Vielleicht machen wir am Ende auch noch ein Spiel in diesem neuen Modus. Mal gucken, wie es läuft. So schauen wir einfach mal. Hier können wir auf jeden Fall wählen. Für euch wahrscheinlich uninteressant, dass ich jetzt hier die Münzen nehme, aber für mich am effektivsten einfach, weil man müsste so gut ziehen, dass man hier dasselbe wie bei den Münzen raus hat. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr wirklich ja, ohne Pay to Win spielt wie ich, dass ihr hier die Münzen nehmt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade am Anfang, da 58.000 sehr, sehr viel. Ich habe nicht so viele Games gemacht und ich habe es sogar mit einem relativ schlechten Team erreicht. Kann ich euch auch gleich gerne zeigen, die beiden Teams. Nehmen wir jetzt einfach die Münzen und diese 200 Punkte und dann ist auf jeden Fall ordentlich, also finde ich gut, weil ja, in Liga hätte man so viel Coins niemals geholt, selbst wenn man den Liga 1 Pokal gewonnen hätte. Deswegen ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr neuer, nicer neuer Modus. Freut mich auf jeden Fall, dass es den gibt. Jetzt zeige ich euch erstmal mein Team, mit dem ich das erreicht habe. Also das ist so mein Hauptteam. Ist jetzt nichts Besonderes, es geht klar, also 30, 40k kostet es. Ist jetzt, ja, wie gesagt, ist diesen Standard-Team, würde ich sagen. Die meisten hatten ein besseres Team wie ich. Und dann zeige ich euch noch mein anderes Team. Ja, da war ich immer unterlegen mit. Aber das war gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Gerade die beiden vorne gingen echt gut ab. Also, wer vielleicht wenig hat, kann sich das so nachbauen. Also, die Spieler sind echt okay für den Preis, muss man echt sagen. Geht auf jeden Fall klar. Jetzt gehen wir, wie gesagt, zu den Informs, Freunde. So, dann fangen wir mal an. Welche Informs sich lohnen diese Woche? Fangen wir immer mit hinten von der Ersatzbank an. Ihr kennt das Prinzip, also viele, die letztes Jahr dabei sind, wissen das. Aber ich erkläre es jetzt halt nochmal, viele werden neu dazukommen. Deswegen, ihr könnt immer in Abstoßinforms investieren. Den hier würde ich jetzt nicht mitnehmen, weil er silber ist. Und Abstoßinform ist für einen Goldinform immer 10k. Das heißt, ihn hier könnte man zum Beispiel mitnehmen, weil in einer Woche gibt es ihn nicht mehr zu ziehen. Dann ist er safe sein 12.000, 13.000 wert. Genauso der sollte auch so, ja, ihr seht, ich hole mir jetzt auch mal ein, 9.4, sehr, sehr guter Preis. Obwohl ich da euch vielleicht empfehlen würde, vielleicht die höher bewerteten zu holen, aber nehmen wir uns mal einen mit und für 9.4 kann man nichts verkehrt machen. Ihr seht, ich habe eh genug Coins aktuell, schon sehr, sehr viel gemacht, dann kann man die auf jeden Fall mal mitnehmen. Es geht auch um, dass eine SPC zu den Wants to Watch kommen sollte, wovon ich recht wenig halt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ist die letzten Jahre auch nie gekommen, deswegen glaube ich nicht, dass es kommt. Den hier kann man wieder investieren für Lukas Play of the Month, den werde ich mir auch ein paar mehr von holen, also da würde ich euch empfehlen, wer da ein bisschen investieren will, der ist auf jeden Fall, ja, schmackhaft, da werde ich mir auch den einen oder anderen holen, weil die Sidneys, dieser brasilianische Innenverteidiger, wer den geholt hat, der ist schon auf 12, 13k hochgegangen, bei mir sind da auch schon leider ein paar weggegangen für den Preis, ich habe die ja für 10k geholt, habe die nicht zu teuer auf der Liste gemacht und da sind jetzt schon ein paar weggegangen. So, das sollte aber mit denen reichen. Ja, der hier hat gutes Tempo, aber auch den kann man mitnehmen, 1,8er Informs sind auch immer interessant. Musa, er kostet ein bisschen mehr, dann holt ihr den halt nicht. Er hier kostet, glaube ich, auch so 10k. Wie gesagt, ich werde schauen, dass ich mir jeden einmal hole, so für 10k. Da kann man nichts verkehrt machen. Auch der kostet 10, ist super Preis für einen 81er. Die könnt ihr sehr, sehr gut für SBCs benutzen. Der hat sehr, sehr gute Werte, wo ich jetzt gerade mal sehe. Den könnte ich theoretisch sogar in meinem Team spielen. Wenn er auf 10k runtergeht, würde ich den sogar mal testen, weil TT ist nicht so nice, muss ich ehrlich sagen. Ja, ein 82er Inform kostet 10, 25, auch das könnt ihr bezahlen, Freunde, für einen Zieler sehr, sehr günstig. So, bei dem Team ist halt jetzt die Frage, wer lohnt sich da, das ist halt, ja. Muss man sagen, Cech, wenn der halt billiger wird, kann man den echt mitnehmen, weil Premier League 84er Inform, ja, wenn ihr den für 15 bekommt, könnt ihr den mitnehmen. Ja, Monet würde ich nicht mitnehmen, ist viel zu teuer. Martip, auch wenn ihr den für 15 bekommt, könnt ihr den auch mitnehmen, auch dann sehr, sehr billig. Der hier würde ich auch nicht mitnehmen, der kostet 100k ungefähr. Talisca sieht sehr, sehr interessant aus. Geht sogar, also wenn man den kaufen will, 40.000 ist okay. Ich werde mir die nicht holen, weil ich mir da lieber vier Billig-Informs dafür holen. Hier, Lever würde ich auch nicht holen. Gündogan auch nicht, auch zu teuer, 80.000. Der hier könnte man holen, 10.000, obwohl man könnte sich auch einfach Zieler holen, dann hat man auch das 82er Rating. Hier noch ein Ibisevic für 9, nehmen wir uns auch mit.
Ja, und die beiden, ja, lohnen sich, glaube ich, nicht. Bin, da habe ich lange Zeit überlegt, ob ich mir vielleicht kaufe für mein Team. Aber ich werde wahrscheinlich am Freitag kaufen, weil da wird er billiger sein, wenn sehr, sehr viele Leute Packs ziehen für die Wants to Watch. Da werde ich mir vielleicht holen, weil er sehr, sehr kranke Werte hat. Zudem 5 Sterne schwacher Fuß, was auf jeden Fall nice ist. Also der Kollege ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr stabil, muss man sagen. Wir haben ja auch noch ein Pack bekommen, wusste ich gar nicht. Hat man ein Pack bekommen oder hatte ich das einfach noch kleiner Günd? Vier gemischte Objekte, ah, das könnte sein, dass das eine Tagesbelohnung war über die Web-App, aber egal, machen wir einfach noch auf, schauen wir mal, was wir hier noch bekommen. Ja, aber er könnte, ich hoffe, es ist tauschbar, weil ihr könnt so schauen, der spielt jetzt zum Beispiel, glaube ich, in der chinesischen Liga. Wenn ihr gute Nationen habt aus anderen Ligen, bringen die oft ein bisschen was. Er ist jetzt nicht so viel wert. Aber gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel brasilianische Torhüter Gold zieht, schaut nach, die sind alle fast 3K wert. Also da könnt ihr auf jeden Fall ordentlich Coins mitmachen. Und jeden Non-Wear kriegt ihr eigentlich so für 5,50 ungefähr weg. Könnt ihr auf jeden Fall da gut verkaufen. So, schauen wir mal, wie die Informs aussehen. Ihr seht, wir haben alle bekommen, also ja, bis auf den hier, aber den werden wir auch noch ein paar Mal bekommen. Und dann tut ihr die einfach in den Verein. Ihr könnt die natürlich, wenn ihr jetzt eure Liste nicht voll habt, könnt ihr die einfach überteuert anbieten. Wenn nicht, speichert ihr die einfach alle im Verein. So, im Verein speichern. Den hier tun wir einfach auf die Transferliste schmeißen und dann, ja, können wir später anbieten oder werde ich einfach so ein bisschen behalten, wie gesagt. Das ist halt wirklich, ja, der Geheimtipp hoch 10 auf jeden Fall. Der Kollege wird auf jeden Fall arg hochgehen. Wir gucken jetzt mal, wie dieser Sydney aktuell steht. Also, dieser brasilianische Inform und dann machen wir noch ein Game, Freunde. Und dann, ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt gerne Verbesserungen reinschreiben, so wie ihr es bis jetzt so findet, die Folge. Würde mich freuen, wenn ihr alle reinschreiben würdet, wie ihr es finden würdet. Ja, ihr seht, 12,5 ist er schon hochgegangen. Ja, kriegt man keinen mehr für, obwohl hier 10,5. Den für 10,5 bekommt, würde ich ihn noch mitnehmen, weil den könnte man theoretisch dann für 10,5 holen und hätte schon 1500 jetzt schon gewinnen, weil er jetzt schon 12,5 wert ist. Geht auf jeden Fall klar. Wir spielen eine Runde mit dem Bundesliga-Team, weil die anderen Kollegen haben, glaube ich, kein Fitness. Naja, die haben kein Fitness. Spielen wir einfach eine Runde mit dem Bundesliga-Team, geht klar. Die sind auch stabil, ist jetzt nicht das krasseste vom krassesten, aber ja, geht klar. Aber was ich euch auch noch zeigen wollte, ich habe mir ja Lozano geholt. 25.000 habe ich bezahlt, der kostet jetzt, glaube ich, schon jetzt schon um die 40, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ihr seht über 40.000, das heißt, wenn ich ihn verkaufen würde, ich hätte jetzt schon fast 20.000 gewinnen, also das ist natürlich überragend. Wer den geholt hat oder ein Payet oder diesen Rechtsverteidiger von Juve, der hat auf jeden Fall gut investiert und hat alles richtig gemacht, wie ich es empfohlen habe. Hier sehen wir unseren Gegner, schauen wir mal, was wir jetzt hier für ein Gegnerteam bekommen. Ich hoffe auf jetzt nicht zu was krasses, weil ich musste echt gegen krasse Leute bis jetzt schon spielen. Mit Ronaldo, dies, das. Ja, das ist ein Bundesliga-Team. Ja, ungefähr ausgeglichen. Ja, bis auf Bailey und Delaini, aber ja, Witzel hat auch noch. Aber ja, ist ausgeglichen. Sollte auch ein Sieg drin sein gegen das Team. Relativ gutes Team. Aber wir schauen einfach mal, Freunde, ne? Ich werde euch einfach die Highlights reinschneiden und dann seht ihr einfach mal, wie ich jetzt in den neuen FIFA abschneide. Ab geht's, Freunde. Erstmal schicken wir hier Pato. Gucken wir mal, ob der durchkommt. Ganz hinten könnte einer kommen. Rudi, und der macht das 1 zu 0. Sehr, sehr guter Start. Und sehr, sehr gut gespielt. Rudi gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Kostet 650 Coins und dafür spielt der sich echt stark. Ich werde mir wahrscheinlich auch am Freitag ein stärkeres Team bauen, Freunde. Weil da die Preise wahrscheinlich nochmal droppen werden. Da werde ich nochmal einkaufen. Würde ich euch empfehlen, auch da einzukaufen. Dann versuchen wir einfach mal einen Longshot mit Klaassen, der auch einen ordentlichen Schuss hat und der kostet halt auch überhaupt nichts. Oskar, 2 zu 0, sehr, sehr schönes Tor, Oskar. Ich hatte ja vorher hier immer mit Raphael gespielt, habe Oskar jetzt erst neu verpflichtet, also über den kann ich bis jetzt noch nichts sagen, aber den hat er echt gut gemacht, muss man sagen. Vielleicht auch überlegt, vielleicht ein Talisca-Inform, aber wäre wahrscheinlich für ein 2-Team zu viel, wahrscheinlich. Also
Alessandro Pato, Pfostenscharte. Ja, Freunde, Halbzeit, also der Gegner ist nicht anwesend gefühlt, also geht vollkommen in Ordnung, dass wir 2-0 führen, hätte sogar 3-0 sein können mit dem Pfostentreffer, aber geht auf jeden Fall klar, den Gegner gut im Griff. Sollten ein drittes machen, dann sollte das Ding auch endgültig durch sein und dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Hälfte, ab geht's. Sebastian Rudi, ja, schade, guter Versuch eigentlich von Rudi. So, Teixeira. 3-0. Ah, wollte ich sicher machen, deswegen habe ich einfach rübergelegt. Easy, 3-0. Ding ist durch. Aber Auskamp gefällt mir bis jetzt ja relativ gut, muss ich sagen. Also, hat auch den gut getroffen, den Schuss. Perfekt gespielt und das muss das 4 zu 0 sein. Das ist das 4 zu 0. Also, wie gesagt, das Team ist sehr, sehr krass. Viele denken sich jetzt, ah, das ist ein 10K-Team. Aber die spielen sich wirklich gut, muss ich echt sagen. Ihr seht hier, wir sind, ja, wir zerstören den Gegner. Gegner macht 4-1. Hat er nicht schlecht gemacht, muss man ehrlich sagen. Hat er gut gemacht. Vielleicht gönnt er den Angriff noch. Ja, den Angriff gönnt er noch, der Schiri. Das ist auch die letzte Chance, nochmal ein Täuschen zu machen. Ja, das war's. Schade, aber 4-1 ist auf jeden Fall sehr, sehr stabil, Freunde. Für sehr, sehr Spiele auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Könnt gerne reinschreiben, wie ihr das Spiel fandet. Aber der Gegner war jetzt auch nicht der Beste, muss man auch sagen. Und die haben vorne krass gespielt, die Spieler. Also die haben gut ihre Dinger genutzt, muss man sagen. Wahrscheinlich habe ich wieder 20 Torschüsse, ne, 14, aber ist in Ordnung. 4 Tore gemacht. Ihr seht, der Gegner hat auch nicht viel vom Spiel. Der hatte 3 Schüsse, ja. Geht auf jeden Fall klar. Und dann würde ich sagen, Freunde, wäre es auch schon mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über Daumen nach oben freuen. Wenn ihr natürlich zwei Spiele nächstens sehen wollt, könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen. Ciao, ciao, bis die Tage, meine lieben Freunde.